Meine Damen und Herren, Sie sind heute nicht nur meine Hochzeitsgäste, sondern auch Zeugen deutscher Tüchtigkeit und deutschen Unternehmungsgeistes. Soeben erhalte ich aus meiner Fabrik das erste Muster eines Erzeugnisses, das, dessen bin ich ganz sicher, eines Tages den Weltmarkt erobern wird. Von diesem unerschütterlichen Glauben ausgehend habe ich mich entschlossen, dieses jüngste Erzeugnis Weltmacht zu nennen. Es ist das abrollbare Toilettepapier. Wir sind heute in der Lage, dieses Papier zum gleichen Preis herzustellen wie das marktübliche. Wir sind aber darüber hinaus in der Lage, Gustl, erhabene und besinnliche Gedanken, markige Worte großer deutscher Männer bis in den entferntesten Winkel unseres geliebten deutschen Vaterlandes zu tragen. Am deutschen Wesen mag die Welt genesen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, der Rhein Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. Bis ins Macht. Ein an Vaterland, an Teure, schließlich an. Ich bin ein Deutscher, wir wollen sein, ein einzig Volk.